Hier sollten eigentlich 31 Parkplätze, ein besetztes Büro und ein Pausenraum sein. Denn das ist die Adresse der P GmbH, die Fahraufträge von Plattformen wie Bolt oder Uber erhält. Doch von der Firma keine Spur auf diesem Schrottplatz in Altglienicke. In Berlin gibt es knapp 600 Firmen, die täglich Fahrgäste für Uber, Bolt, Blick und so weiter befördern. RBB 24 Recherche hat die Adressen von 15 der größten Berliner Firmen aufgesucht. 10 davon waren verschwunden oder niemals an der gemeldeten Adresse tätig. Der SPD-Abgeordnete Tino Schopf ist bei einer Akteneinsicht auf ein Muster gestoßen. Firmen legen bei der Beantragung alle erforderlichen Mietverträge für den Firmensitz vor, kündigen diese aber, nachdem die Genehmigung erteilt wurde, und tauchen ab, um Geld zu sparen. Wir reden hier über organisierte Kriminalität. Also diese Unternehmen wurden gegründet oder werden gegründet mit dem Ziel, den Staat zu betrügen, Steuern zu hinterziehen, Sozialabgaben nicht zu leisten, Gewinne zu machen auf Kosten des Staates und der Allgemeinheit. Die Suche nach weiteren Firmen führt zu teilweise seltsamen Orten. Hier im Wedding soll ein Unternehmen mit 50 Autos zu finden sein, doch es wurde seit 2 Jahren nicht gesehen. In diesem Einkaufszentrum soll eine andere Firma mit 50 Fahrzeugen ihren Sitz haben. Weit und breit keine Spur. Eine Suche führt zu diesem Kellerabteil. Das Unternehmen hat die Genehmigung für 34 Fahrzeuge. Insgesamt sind nach RBB-Recherchen mindestens 450 Autos dieser Geisterfirmen auf Berlins Straßen unterwegs. Wie ist das möglich? Der Abgeordnete Tino Schopf sieht ein Kontrolldefizit. Teilweise würden die eingereichten Firmenunterlagen vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, kurz LABO, gar nicht richtig geprüft. Das LABO schaut sich die Unterlagen gar nicht an, sondern sie prüfen dann nicht auf Inhalt, also was steht drin, entspricht das alles den Regularien, sondern sie prüfen auf Vollzähligkeit. Also sind von 5 Seiten 5 Seiten da. Begründung: Personalmangel. Das zuständige Landesamt hat den Trick der Geisterfirmen inzwischen erkannt und reagiert nun. Die Verkehrssenatsverwaltung schreibt: Das LABO überprüft zurzeit alle Bestandsunternehmen auf Vorhandensein bzw. Richtigkeit des Betriebssitzes sowie Richtigkeit der Angabe der Geschäftsführung. Diese Überprüfung führte inzwischen zu 25 Widerrufen von Genehmigungen. Diese 25 Firmen dürfen von den Plattformen keine Fahraufträge mehr erhalten. Auf Anfrage teilen 3 Plattformen mit, dass sie die Autos gesperrter Firmen sofort von der Fahrgastvermittlung ausschließen. Bolt will sich dazu nicht äußern.